Das Abenteuer von Kiki im Traumland. Gute Nachtgeschichten für Kinder zum Einschlafen. www.markusflicker.com. In einem kleinen, bunten Haus am Rande einer fröhlichen Stadt lebte ein zweijähriges Mädchen namens Kiki. Dieses Haus, gemalt in den lebhaftesten Farben, stand als ein Symbol der Freude und des Glücks in seiner Umgebung. Kiki war ein Ausbund an Lebensfreude, ein Kind, das man mit seinem Lächeln der Herzen aller, die sie kannten, erwärmte. Sie war neugierig und immer bereit, die Welt um sich herum zu entdecken und zu erforschen. Das tägliche Ritual vor dem Schlafengehen war ein besonderer Moment für Kiki. Jede Nacht, kurz bevor die Sterne am Himmel zu glitzern begannen, kam ihre Mutter zu ihr, um ihr eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Diese Geschichten öffneten die Türen zu fernen Welten und brachten Kiki zum Träumen. Doch an diesem besonderen Abend nahm das Ritual eine unerwartete Wendung. Als Kikis Mutter das Zimmer verließ, flüsterte ihr Teddybär, Herr Kuschler, der neben ihr im Bett saß, mit einer sanften Stimme: Heute Nacht gehen wir auf eine kleine Reise ins Traumland. Kiki, aufgeregt und voller Vorfreude, kuschelte sich fest an ihren treuen Begleiter. Ihre Augen wurden schwer und bald begann ihre gemeinsame Reise in das Reich der Träume. Das Traumland, in das sie eintraten, war ein Ort, der in leuchtenden, fast übernatürlichen Farben erstrahlte. Es war ein Reich voller Abenteuer und Magie, ein Ort, wo die Grenzen der Realität verschwammen und alles möglich schien. Kikis erste Station auf dieser nächtlichen Reise war der Flüstergarten, ein magischer Ort, an dem die Blumen in sanften Tönen sangen. Jede Blume hat ihre eigene Melodie und bald lernte Kiki, dass Musik eine tiefe Freude bringen kann. Sie tanzte zwischen den Blumen, ließ sich von ihren Melodien tragen und fühlte eine unbeschreibliche Glückseligkeit. Die Reise führte sie weiter zum lachenden Fluss. Das Wasser plätscherte in fröhlichen Wellen. Und Kiki lernte, wie essentiell Wasser für das Leben ist. Sie spielte am Ufer, beobachtete die Fische, die durch das klare Wasser schwammen und verstand, dass die Natur ein wertvolles, zu schützendes Geschenk ist. Ihr nächstes Ziel war der Regenbogenhügel, wo jeder Farbstrahl seine eigene Geschichte erzählte. Hier lernte Kiki über die Bedeutung der Farben und wie sie die Welt verschönern können. Sie malte mit den Farben des Regenbogens, verlor sich in ihrer Kreativität und erkannte, dass Kunst eine Brücke zu neuen Ausdrucksformen sein kann. Schließlich erreichten sie hoch oben in den Wolken den Ort der träumenden Sterne. Diese Sterne flüsterten sanfte Geschichten und Lieder, die von weit entfernten Welten und Abenteuern erzählten. Kiki lauschte gebannt und lernte, dass Träume Tore zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen sein können. Als die Nacht dem Ende zuging, führte Herr Kuschel Kiki sicher zurück in ihr Bett. Sie fühlte sich erfüllt und geborgen, reich beschenkt mit den Wundern und Erlebnissen des Traumlandes. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief Kiki ein, umarmt von den süßen Melodien und den leuchtenden Farben des Traumlandes, bereit für die Abenteuer, die jede neue Nacht mit sich bringen würde. Gute Nacht und schlaf schön. www.markusflicker.com